Improvisationstalent und Burnout. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten, ein Vortrag im Anti-Burnout-Podcast. Improvisationstalent. Das ist etwas, was Menschen in Deutschland weniger können. Ich habe mal eine Weile in Indien gelebt, kurz übertrieben gelebt. Ich reise regelmäßig nach Indien, habe immer 3 Monate durch Indien gereist und gehe öfters in den Ashram oder einen bestimmten Ashram, im Shivananda Ashram Rishikesh. Und da bin ich immer wieder erstaunt, das Improvisationstalent der Inder. Sie sagen immer, no problem. Und irgendwie gelingt es ihnen dann auch. Irgendwas muss gemacht werden, irgendwo nicht langfristig geplant, irgendwo plötzlich geschieht es. Improvisationstalent. Ich bin immer wieder erstaunt, zum Beispiel im Shivananda Ashram Rishikesh, irgendwo planen, kommen sie irgendwann auf die Idee, im Februar ein großes Event zu planen, im Juli und August. Plötzlich kommt die Idee, ja, es gibt irgendwie eine 100-Jahres-Feier, eine 50-Jahres-Feier, wollen wir was auf die Beine stellen, denke ich. Ja, bei Yoga Vidya, das wird man 2 Jahre vor im Voraus planen. Die fangen dort im Februar an und im Juli haben sie ein Mordsprogramm auf die Beine gestellt. Improvisationstalent. Oder irgendwo kommt der Monsun und dann regnet es überall durch. Okay, dann werden halt Eimer hingestellt. Ja, und trocknen wird es ja auch irgendwann. Und wenn da irgendwo Moos an die Wände gekommen ist, malt man es halt wieder an. Improvisationstalent. In Deutschland, wenn dort jemals mal irgendwie Wasser durch die Decke durchkommt, ist gleich wie eine Art Weltuntergang. Muss gleich das ganze Dach erneuert werden. In Indien, ja, Monsun regnet halt durch. Was soll's? Oder ich war auch mal in Amerika, war in Kalifornien, hat mir auch ein Yoga-Zentrum geleitet in Los Angeles. In Los Angeles, da regnet es typischerweise nicht, aber das erste Jahr, wo ich gekommen bin, hat es mal 1-2 Wochen geregnet. Warum? Da hat es halt auch an allen möglichen Stellen durchgeregnet. Und dann haben halt ein paar Leute nach Eimern gesucht und hat mal halt die Eimer ausgetauscht. War halt okay. Man hat zwar auch den Vermieter gefragt, und ob das Dach nicht repariert werden können. Hat gesagt, ja, momentan ganz Los Angeles sind die Dachdecker irgendwie genutzt. Aber ich kann euch gerne weitere Eimer kaufen. Fand ich jetzt lustig. Also Vermieterin, war ein Vermieter und hat angeboten, Eimer zu kaufen, damit es durch die Decke durchregnet. Bisschen Improvisationstalent ist dort hilfreich. Die Deutschen sind oft übergründlich und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb die Deutschen mehr als andere an Burnout leiden. Und es gibt in unserer heutigen Welt nun mal vieles, was nicht planbar ist. Es sind Katastrophen geschehen, kleinere und größere. Und Menschen verhalten sich anders, Dinge entwickeln sich anders. Wir brauchen öfters Improvisationstalent. Anstatt zu lange alles im Voraus zu planen, braucht es mehr Improvisationstalent. In diesem Sinne brauchst du dir nicht ganz so viel Sorgen zu machen. Der Mensch hat Improvisationstalent. Auch die Deutschen haben das. Man muss es nur einfach zum Vorschein kommen lassen. Jeder Vater, jede Mutter, die ein Kind hat, hat auch Improvisationstalent. Und da die Natur irgendwie jeden Menschen ermöglicht, hat Kinder zu haben, hat auch jeder Mensch die Fähigkeit zu Improvisationstalent. Zwar sagt man auch, Kinder zu haben, da muss man auch Organisationstalent sein, aber eben auch Improvisationstalent. Und selbst wenn du keine eigenen Kinder hast, sieh öfters mal Gelegenheiten als Möglichkeiten, dein Improvisationstalent zu üben. Menschen, die ins Burnout geraten, mindestens manche davon, das ist eine der verschiedenen Gruppen, haben eine Neigung, übermäßig zu planen und für jede Eventualität vorzusorgen und so viel Engagement und so viel Gedanken reinzustecken, für jedes sich vorzusorgen und für alles sich vorzubereiten. Aber manchmal kann man auch einfach sagen, okay, ich lasse es auf mich zukommen. Und jede kleinere oder größere, was unvorhergesehen ist, nimm es als Chance für Improvisationstalent. Wann immer deine Pläne schief gehen, freu dich, na, jetzt ist Improvisationstalent gefragt. Vorher wurde mein Planungstalent geplant, Organisationstalent gefragt und jetzt habe ich die Gelegenheit für Improvisationstalent. Toll, großartig. Umgekehrt auch, angenommen, du bist schon direkt im Burnout, dann kannst du gar nichts mehr planen, weil du nicht weißt, was morgen ist. Kriegst du morgen überhaupt rechtzeitig das Bein aus dem Bett?
Kannst du überhaupt den Weg sogar zum Psychotherapeuten machen? Geht das? Jemand, der im Burnout ist, muss eigentlich immer wieder improvisieren. Er weiß nicht, was er kann und was er nicht kann. In diesem Sinn ist auch ein echtes Burnout eine Lehre im bescheidenen Improvisationstalent. Und so kannst du weiter nachdenken, bist du ein Improvisationstalent oder bist du jemand, der hyperkorrekt ist und drunter leidet, wenn Dinge nicht sich so entwickeln, wie du es gerne hättest und planst. Übe dein Improvisationstalent, sieh die kleineren und größeren Katastrophen des Lebens als Möglichkeiten, dein Improvisationstalent zu fördern und plane nicht alles, lass manches auf dich zukommen. Du kannst sicher sein, du hast Improvisationstalent.